So, hallöchen und herzlich willkommen, liebe Nauten, zur ersten Folge von der Planet Zoo Beta hier, ja. Wir haben es schon ganz, ganz oft gestreamt die letzten Tage, seit die Beta Dienstag draußen ist. Auf Twitch, wer möchte, kann auch gerne vorbeigucken. Da sind wir fleißig den anderen Franchise am Bauen. Da haben wir auch schon das Tutorial gemacht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach ein paar Folgen auch mal für YouTube aufzunehmen. Für die Leute, die halt nicht auf Twitch dabei sind. Im Endeffekt ist das Spiel genau dasselbe wie Planet Coaster, nur halt mit dem Zoo. Wir können hier im Franchise halt, ich glaube, sind es zwei. Ich meine, es sind zwei. So, das müssten dieselben sein, ne? Ja, genau. Zwei Franchises können wir aufmachen und müssen dann halt ein Zoo bauen, ne? Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Die Beta geht noch. Wie lange geht sie noch? Ich glaube, die ganze nächste Woche noch. Danach kommt das Spiel dann am 5. November voll raus. Doof ist halt nur, dass das Franchise hier wieder gelöscht wird, sprich alles wird zurückgesetzt, wenn ich es richtig gelesen habe oder sie sich nicht nochmal umentscheiden. Das heißt, wir müssten dann, wenn es komplett rauskommt, nochmal einen neuen Zoo anfangen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil dann können wir hier schon mal gucken und ein bisschen lernen, wie wir das Ganze so vernünftig regeln, sage ich mal. Ja? So, wir gucken jetzt mal, wir machen das Ganze hier mal lang. Ich will das dann wirklich ordentlich machen. Wir werden am Anfang hier erstmal die Gehege, naja, quadratisch praktisch gut bauen, würde ich sagen. Einfach, damit wir Geld machen können. Ja? Wir brauchen halt Geld. Ne? Ist ja normal, braucht jeder Zoo, sonst geht's nicht weiter. So, und man merkt schon, Ede wieder mit seinen Quadratdingern hier, ne? Da sieht man das schön. Dann könnten wir jetzt, hier könnte man dann schön die ganzen Gebäude für die Leute hinmachen, für den Staff und so weiter. Die ein bisschen verstecken, weil die Leute, die hier gucken kommen, ja, die sind nicht besonders erfreut davon. Die Frage ist jetzt nur Gehege. Was machen wir zuerst für Gehege? So, da wir ja schon gestreamt haben, kennen wir das Ganze schon ein bisschen. Was heißt ein bisschen? So langsam geht's auch. Es kam auch schon, ich glaube, zwei Patches, einer 3, einer 4 GB und so weiter. Wir haben noch kein Gehege, wir können, erstmal müssen wir hier Baupläne, wo sind sie, die ganzen Hütten bauen von unseren Leuten. Einrichtungen, wo war das denn jetzt nochmal? Gästeeinrichtung, Kleintiervivarium, Mitarbeitereinrichtungen, hier, die brauchen wir. So, gibt es auch noch ganz verschiedene, man könnte das auch kleiner machen, ich glaube, das ist besser. Wir haben sogar schon hier so ein Zoo-Center All-in-One runtergeladen, aber aus dem Workshop viel zu teuer, ne? Viel zu teuer, das machen wir dann später. Die werden wir nehmen, für überall hinzusetzen, weil die richtig schön sind, im Gegensatz zu dem, was ich hier hinsetze. Aber wir brauchen halt erstmal die ganzen Tierpflegerhütten und so weiter. Die können wir vielleicht noch gedreht so hinsetzen. Geht das? Ich will das halt mal wirklich alles ganz gerade hier dran haben. Dazu brauchen wir erstmal noch einen Weg hier hoch. Oh, der muss jetzt keine 50 Meter breit sein. So. So, machen wir es mal so, wo wir das alles dran setzen können. Ah, hier war's. Dann fangen wir mal an. Wir haben ein Forschungszentrum. Erstmal kommt hier die Tierpflegerhütte. Die kommt hier in die Nähe, weil wir hier direkt unser erstes Gehege hinsetzen wollen. Die sollten nach Möglichkeit immer in der Nähe sein. Ja? So, dann haben wir, das ist die Tierpflegerhütte, das ist die Werkstatt. Das können wir jetzt alles so schön daneben setzen. Ich versuche immer, das hier so ordentlich wie möglich aneinander zu setzen. Dass wir nach Möglichkeit, so wie hier, so gut wie gar keine Lücken dazwischen haben. Eine Tierarztpraxis, die brauchen wir auch. Müssen wir gucken, wie rum. Wo ist der Eingang hier? Da. Könnten wir die schon so hier hinmachen. Sehr schön. Dritt, dann den Quarantänebereich für neue Tiere, die kommen. Die müssen auch auf jeden Fall hier hin. So. Und gleich haben wir schon kein Geld mehr. Das sieht man schon, das Problem am Anfang. Ne? Das ist wirklich nicht so einfach, muss ich sagen. Schipp. So, wir haben auch im Stream immer, jetzt haben wir endlich ein bisschen Geld, ja. Mitarbeitergebäude haben wir doch. Klein. Ah, das Kleine reicht erstmal. Ah, da müssen wir das so machen. Dann kriegen die so ihre Straße hin am Ende. Handelszentrum haben wir auch. Forschungszentrum haben wir keins, ne. Das ist auch ganz wichtig. Hauen wir das so hier hin. Dann haben wir hier noch Platz für die anderen Sachen. Können hier überall Grünfutter hinmachen später. Und jetzt ist die Überlegung, wir gucken mal in den Tierhandel. Wir haben den Tiermarkt hier. Ich erkläre das einfach mal für alle, die das Spiel noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, ja. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal können wir hier über Bargeld Tiere kaufen. Ja, da gibt es aber nicht so wirklich viel. Oder aber wir kaufen Tiere halt über die Arterhaltungspunkte hier, ja. Über diese hier unten. Arterhaltungspunkte, genau. Sie heißen sogar so. Wahnsinn. Das hier ist aber alles online. Das sind andere Spieler, die ihre Tiere anbieten, ja.
Das heißt, das ganze Ding ist im Moment total überlastet, weil alles und jeder die Beta spielt. Und dann kann es sein, dass es hier mal ein bisschen stehen bleibt, nicht mehr reagiert. Wenn man hier drückt, den Elefant kaufen möchte, ja, dann kommt dann auf einmal fehlgeschlagen, weil irgendwer anders schneller war und ihn schon gekauft hat und so weiter und so fort. Und wir müssen halt gucken, was hier vielleicht ganz gut wäre für uns, um Leute anzulocken und vor allen Dingen erstmal langsam und in Ruhe hier den Park aufzubauen. Weil wir sehen schon hier, wir könnten uns jetzt einen Elefant holen für 344 Punkte. Aber es ist erstens nicht so einfach, den hier wirklich zu halten. Und zweitens, hier Handelszentrum, okay. Ach guck mal, hier haben wir noch Wölfe aus unserem alten. Da machen wir doch erstmal Wölfe. Das sind die Wölfe aus unserem Stream-Zoo. Da haben wir ohne Ende Wölfe. Wir wissen nicht, wohin damit. Das ist doch eine Idee. Dann machen wir den erstmal hier so ein Gehege für die Wölfe. Wie gesagt, erstmal quadratisch praktisch gut. Barrieren brauchen wir erstmal. Da hatten wir, das sind die Glas für die Leute zum Gucken. Oder wir nehmen Holzstämme. Maschendraht. Wir nehmen Maschendrahtzaun. Das ist zwar jetzt nicht so schön, aber was soll's. Dann machen wir noch so ein bisschen Platz. Dann sagen wir mal 1, 2, 3 und hier auch. 1, 2, 3. Das ist niemals im Leben ordentlich gerade. 1, 2, 3. Guck, da geht's schon los. 1, 2, 3. Das sieht natürlich wieder wunderbar aus, ne? Müssten wir aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so Barriere bearbeiten. Müssten wir den jetzt so ein bisschen ziehen können, dass es halbwegs vernünftig aussieht. So, wunderbar. Genauso wollen wir das haben. Dann einfach rechtsklick, wieder rausgehen. Dann haben wir überall den Maschendrahtzaun. Die können sich jetzt natürlich nirgends verstecken, ne? Aber dann brauchen wir auch kein Glas zum Gucken für die Wölfe. Was wir jetzt ganz dringend brauchen, ist natürlich ein Gehegeeingang. Den machen wir am besten direkt hier rein, so dass der Pfleger da reinkommt. Weil hier ist auch die Hütte, wo der das Essen zubereitet und so dann, ne? Und jetzt können wir schon die Türe wegmachen und überlegen, was die Tiere brauchen. Vorzugsweise eine verstopfte Nase, die nur nervt. So, gucken wir mal. Futter und Wasser brauchen die. Hier haben wir erstmal alles, was wir haben. Wir können jetzt natürlich hier hingehen und das auf die Art einstellen und sagen dann hier ganz unten Wolf. Dann sehen wir, was wir haben. Wir haben eine Wasserleitung. Die können wir hier hinstellen. So, die wird automatisch immer aufgefüllt mit Wasser. Das ist gut. Dann können wir ihnen noch ein Essenstablett, ein großes, hier hinstellen. So. Wir stellen mal zwei hier hin, damit die sich nicht gegenseitig auf den Keks gehen, ja. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Schlafmöglichkeiten haben wir hier, die hässlichen Dinger, die auch noch riesengroß sind, ja. Das ist total übertrieben. Das ist echt mittel. Wir nehmen erstmal nur so einen kleinen hier hinten in die Ecke, wo sie halbwegs Ruhe haben, ja. So. Die sind natürlich pottenhässlich. Man kann auch selber mit dem Gelände-Editor hier unten, ja, kann man auch selber Höhlen bauen und so weiter. Aber das lasse ich jetzt erstmal für den Anfang. Wir nehmen jetzt dieses komische Gebäude hier, ja. Tun hier noch so ein bisschen von dem Zeugs rein. Wir haben noch 20.000. Das ist in Ordnung. So, wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob die das haben wollen. Jetzt haben sie es. Egal. Jetzt können wir schon hingehen. Dann haben wir jetzt den Vorteil, weil wir schon den Stream-Zoo haben. Aus unserem Tierhandelszentrum können wir jetzt die Wölfe hier reinpacken. Wir haben aber nur Jungs. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier verlegen und hier reintun. Das wird wahrscheinlich noch nicht passieren, weil wir halt noch keine Leute haben. Wir müssen erstmal Leute einstellen hier. Hier ist übrigens, hier kann man die Ticketpreise einstellen. Da kann ich nur jedem raten, der das selber spielt. Immer wenn ihr das Spiel neu ladet, ja, neu anmacht am nächsten Tag oder so, guckt hier auf die Preise. Die bleiben irgendwie nicht bestehen, ja. Du kannst die auf $50 machen, wenn du den nächsten Tag wieder einloggst, sehen die wieder auf $3. Warum auch immer. Aber das ist halt, was wir so rausgefunden haben im Stream. Mitarbeiter, wir brauchen Tierpfleger, auf jeden Fall. So, haben wir schon mal einen. Einer reicht erstmal, den können wir jetzt anklicken und ihm sagen, Mitarbeiter-Gebäudevorteil ist leer. Er fühlt sich gut. No Work Zone. Dann geben wir ihm eine. Er soll sich jetzt um dieses Gehege hier kümmern, ja? Nur um dieses Gehege. Wir werden das jetzt auch hier von Anfang an so machen. Jeder Pfleger hat sein eigenes Gehege, dass die hier nicht kreuz und quer durcheinander rennen. Jetzt wird es natürlich dunkel. Das ist doof. Deswegen lassen wir das mal hier so an. So, läuft die Uhrzeit weiter? Ich hoffe nicht. So, bleib stehen. Einfach so stehen bleiben. Nicht bewegen. Wir wollen halt immer was sehen. Wir machen jetzt keine Nacht hier.
So, dann brauchen wir natürlich noch die anderen Leute im Zoo. Wir brauchen ja auch noch Tierpflege haben wir. Wir brauchen einen Techniker. Der kann rumlaufen und alles reparieren. Wir brauchen einen Sicherheitsbeamten, der hier für Recht und Ordnung sorgt. Verkäufer brauchen wir noch nicht. Wir haben noch keine Buden zum Essen und so weiter. Zoopfleger, der hier aufräumt. So, alles klar. Sehr gut. Der müsste jetzt schon losrennen und hier aus dem Tierdingensbummenskirchens den ersten, der Inspektor kommt in 17 Monaten, okay. Müsste dann den Wolf da rausholen mit der Kiste. Darauf warte ich, weil dann können wir hier gucken, dass wir den Boden noch anpassen. Der kann natürlich nicht so bleiben. Wir müssen den ja ein bisschen verschönern. Beziehungsweise auch für das Tier dann herrichten. So, gucken wir mal. Jetzt kommt er da mit der Minikiste und schmeißt den Wolf hier rein. Jawohl. Sehr schön. Und es ist noch ein Babywolf, ja. Haben wir direkt Babywölfe hier. Abigail, der Babywolf. Jetzt sehen wir schon hier Wohlbefinden. Überhaupt nicht gut. Lebensqualität 0. Dann gehen wir mal hin, Gelände, dann sehen wir, was die brauchen. Gras kurz, Gras lang wollen die überhaupt nicht. Die wollen viel Erde haben. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin ins Gelände. Pelz rau, Erde, Erde leicht. Natürlich riesengroß jetzt, können wir aber noch einstellen hier. Die Größe machen wir 4. So, jetzt machen wir das hier überall. Machen wir vielleicht mal so ein paar Wege hier irgendwie so hin. So, jetzt sehen wir schon, das Gras lang geht runter, aber die wollen fast nur Erde haben. Oder halt Schnee. Dann machen wir mal so Erde hier überall so ein paar Wege hin. Ja. Beim Schnee ist jetzt das Problem, wir haben 37 Grad. Wir können hier Schnee hinmachen, ja. Zum Beispiel so. Ja. Aber man sieht, der ist direkt wieder weg. Alles geschmolzen. Ist ja eigentlich logisch, ne? Deswegen müssen wir jetzt gleich hingehen und hier überall noch Klimaanlagen aufbauen. Ist ja normal, die das Ganze runterkühlen, dass wir dann auch Schnee hier haben für die Wölfe, dass die sich wohlfühlen. So, gucken wir mal, wir haben immer noch zu viel Gras, aber jetzt brauchen wir erstmal was Baupläne. Jetzt muss ich gucken, wo wir die Klimaanlagen finden. Natur, irgendwo war das, ich weiß jetzt aber nicht mehr wo. Da müssen wir durchgucken. Das ist beim Bau vielleicht. Nein, hier kann man übrigens auch, genau wie bei Planet Coaster, ohne Ende selber Sachen bauen. Das war hier irgendwo. Frage ist jetzt wo. Da werden wahrscheinlich schon wieder irgendwelche am Demonstrieren sein hier, ne? Da kommen die Ersten. Das ist auch, wenn es den Tieren nicht gut geht, dann kommen Leute und demonstrieren davor. Und wenn dann ein Inspektor kommt und das sieht, kriegt man direkt ein Bußgeld. Ja? Nicht gut. So, Klima hier nicht. Natur. Aha, hier nicht. Klima, nein. Bei den Barrieren auch nicht. Ich jetzt wüsste, wo das ist, ne? Ich hab keine Ahnung. Na super, jetzt finden wir das wieder nicht hier. Ach, weißt du, guck mal, hier steht's drin, ne? Da bleibt's dann drin stehen. Eieieiei, so. Hier übrigens, ne? Wendenbüchse können wir schon schön hier aufstellen. Machen wir mal so und so. Zwei Stück für die Tiere. Wir wollen da gucken. Hier kann man auch eine hinstellen, überall. Damit kann man verdammt viel Geld machen mit den Spendenbüchsen. Kann ich mir jedem empfehlen. Und was sie bei mir immer wollen, ist trinken. Trinken, 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 trinken. So, jetzt müssen wir gucken. Baupläne, wo ist die blöde Klimaanlage? Im Workshop interessiert mich gerade nicht. Ist wieder unglaublich, dass du das Ding jetzt nicht findest, weißt du? Ja, oh, oh, nix, natürlich nix. Mitarbeitereinrichtung, Kleintiervivarium, nein, das wollen wir jetzt nicht. Mülleimer und Sicherheit, Transport, Beobachtungsgeräte. Da können wir gleich auch noch ein bisschen was hinstellen. Lautsprecher, Bildschirm und Kameras. Betriebsmittel. Nichts. Einfach nur nichts. Ja. So, Architektur, Beleuchtung, Mittelpunkte, Kunstform, Spezialeffekte, Requisiten, Schilder. Man sieht's. Es gibt hier Zeugs ohne Ende. Ohne Ende. Ja. Das ist Wahnsinn. So, Natur. Natur pur hier. Alles voll mit Bäumen, Sträuchern, sonst was. Das Schöne ist, wenn man es einmal gebaut hat, kann man es auch einfach markieren und mit Steuerung D kopieren, sodass man nicht immer unendlich lang suchen muss hier, ja? So, hier muss die Klima nochmal weg. Essen, trinken, da haben wir sie doch, hier Heizung und Klimageräte, so. Klimaanlagen können wir jetzt natürlich bauen hier. So, oder auch nicht. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Hallo?
Mach die mal weg. Mach das mal weg. War es jetzt bei Gehege, ne? Ja. Art. Wolf, mach den mal weg. So. Lustigerweise. Jetzt sehen wir schon hier, das ist natürlich viel zu heiß für einen Wolf, ne? Viel zu heiß. Das heißt, wir machen jetzt mal hier überall Klimaanlagen hin. So, dass sie das Ganze runterkühlen. Die kann man dann auch noch so unter Steinen verstecken, aber wir lassen die jetzt erstmal kühlen. Den Leuten hier ist dann auch, oh, angenehm, schätze ich mal. Wir werden sehen. So, jetzt warten wir mal. Die kühlen runter. Wir könnten das vielleicht mal gerade auf Mittel stellen oder auf ganz schnell. Einfach, damit wir das hier runterkühlen. Und dann sieht man schon schön, hupp, der Schnee kommt, ja. So, kalt genug. Lass mal auf 1 wieder. Gucken wir mal. Sehen wir schon hier. Schnee okay. Gras kurz muss noch mehr. Und wir haben noch viel zu viel langes Gras. Das heißt, wir könnten eigentlich noch, Erde haben wir genug, Felsen auch. Hier vorne, das muss noch weg. Das heißt, wir müssen beim Gelände noch ein bisschen anpassen. Gras kurz hier. Ne, nicht Gras kurz, was mache ich denn? Auch kurzes Gras könnten wir auch nehmen. Ich möchte aber lieber die Erde haben hier, damit ich das richtig sehe. So. Machen wir mal. Wo ist denn noch langes Gras hier? Da hinten, glaube ich, ne? So, am Rand. Und jetzt sehen wir, hier ist alles grün. Das passt so, ne? Sieht zwar ein bisschen doof aus jetzt, ne? Aber es geht erstmal drum. Die Bepflanzung passt auch. Das heißt, wir könnten das rein theoretisch so lassen. So, Lebensqualität. Hier haben wir jetzt natürlich noch gar nichts. Wir könnten jetzt auch natürlich erstmal die anderen Wölfe hier reinholen, weil man sieht schon, Adultpopulation zu wenig. Das gefällt ihm nicht. Er möchte gerne mehr haben. Deswegen machen wir das jetzt mal weg hier und holen gerade aus dem Lager, sozusagen, die anderen. Wir brauchen ja noch hier ein Männlein brauchen wir noch. Ne? Was ich nicht empfehlen kann, ist ganz viele männliche Wölfe hier drin zu haben, weil dann hat man das Problem, dass sie sich alle gegeneinander kloppen. Das ist ein bisschen doof. Und dann hast du immer verletzte Tiere und das wollen die nicht und bla bla bla. So, gucken wir mal. Tun wir jetzt mal ein paar hier rein. Haben sogar noch Glück, dass wir die nicht kaufen müssen. Wobei die ehrlich gesagt auch gar nicht so teuer sind. So, machen wir an hier. Dann könnten wir jetzt vielleicht mit ein bisschen Natur, Felsen und so weiter. Hier mit so kleinen Felsen. Könnten wir das jetzt eigentlich so verstecken, dass man das so gar nicht mehr sieht. Ja? Einfach so die ganzen... hier die Klimaanlagen verstecken. Hallo? Oben im Felsen. Sieht natürlich voll toll aus, ne? Mein Gehege hier. Also, das fällt null. Wirklich null fällt das auf, ne? Weißt du Bescheid? Die rennen auch da drüber, wie man sieht. So richtig schön. Jetzt könnte man auch hingehen beim Gelände hier. Das Tool, das finde ich persönlich ganz schön. Bei den Formen. Aufrauen. Machen wir das einfach mal nicht so stark, ja? Und dann ein bisschen größer so. Na toll, jetzt macht er da wieder überall Gras hin. Und dann kann man da so ein paar Hügel hinmachen, ja? Rauf und runter. Einfach ein bisschen. Da müssen wir jetzt natürlich wieder hingehen und das Ganze mit Erde und so weiter wieder übermalen. Das ist natürlich clever, dass der dann hier alles wegmacht. Wie blöd muss man sein? Dann machen wir das demnächst zuerst. Aber gut zu wissen. Dann haben wir das Ganze einfach so ein bisschen aufgeraut. Dann sieht das direkt ein bisschen lebhafter aus, sage ich mal, ja? Und nicht mehr einfach so platt. Wie, keine Ahnung, Anno 1900 oder so. Und dann können wir noch hingehen, wenn wir wollen, und Wasser hier hinmachen so ein bisschen. Aber hier kriegen wir nur so eine kleine Pfütze hin. Das wollen wir nicht. Fürs Wasser. Mal könnten wir das hier hin machen. Das ist sogar ganz gut. Guck mal, da könnten wir so überall ein bisschen Wasser machen. Das sieht sogar schön aus. Das ist gut. Das lassen wir so. So, jetzt müssen wir nur gerade wieder gucken, was die... Warum ist der hier in der Kiste? Aus der Box holen. Was soll denn das? So, zeig mal. Jetzt müssen wir hier wieder gucken, was die brauchen. Erde zu viel. Wir brauchen mehr Schnee. Also nehmen wir wieder Schnee. Gelände, Schnee... Das ist natürlich doof, dass wir das zweimal machen müssen, aber was soll's, wir können es nicht ändern. So. Vielleicht können wir jetzt überall hier so ein bisschen rein. Dass das halt wirklich so ein bisschen wie, ich sag mal, in Alaska aussieht, ja? So Schnee und Lehm und ein paar Steine und so weiter halt. Der schwebt da so ein bisschen, sieht naja aus, ne? Was jetzt aber noch wichtig ist, wenn wir so einen See haben, ja? Du kannst den hier füllen. Aber das Wasser ist nach einer gewissen Zeit abgestanden. Und wenn die Tiere das dann trinken, dann werden die krank, ja? Und das ist nicht gut. Dafür haben wir hier hinten, wenn ich sie jetzt direkt finde, irgendwo wieder, ne? Müssen wir nur ein halbes Jahrhundert suchen. Strom. Baupläne.
Nein. Irgendwo ist das Ding wieder? Bei den Einrichtungen? Ich glaube hier, guck. Wir haben einen Wandler, haben wir, ja. Da sieht man schon, was der hier abdeckt. Ja, der Anfang wird davon auch abgedeckt. Okay, da brauchen wir Strom nicht. Wasser wird das auch abgedeckt. Das ist mir zu wenig. Das heißt, wir werden jetzt mal drehen und den hier so hinstellen. So. Dann heißt, das heißt, alles, was hier abgedeckt wird von diesem Wasserwerk, ja, von der Wasseraufbereitung, wird gesäubert. Das heißt, auch die Seen hier, die werden automatisch gesäubert und haben kein abgestandenes Wasser mehr, wo die Tiere krank werden. So, den geht's gut. Wir könnten hier eigentlich ein paar Bäume mal reintun, ne? Das ist so leer. Das ist echt total leer. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Auch hier können wir wieder gucken. Biome, Kontinent, Eigenschaft, Design. Lass mal gucken, was die hier für Umgebung haben. Wir haben Biome Taiga, gemäßigt oder Tundra. Dann nehmen wir mal Taiga. So. Amerikanische Zitterpappel. Gefällt mir überhaupt nicht. Lahurische Lerche. Ein bisschen groß, würde ich sagen. So, wenn wir die jetzt hier hinstellen, wir müssen dann immer gucken, ob die das auch wirklich mögen. Weil es kann auch sein, dass die hier drin auftauchen und die das trotzdem nicht mögen. Hatte ich auch schon. So, aber es scheint zu gehen. Es scheint echt zu gehen. Dann können wir einfach überall so ein paar Tannen hinstellen. Einfach so. Sieht lustig aus, wenn die so schräg wachsen, aber auch das gibt's ja, ne? So ein riesengroßes grünes Ding. Man sieht das auch direkt hier, wenn die das nicht mögen, ja? So, und den mögen sie jetzt zum Beispiel. Dann sind die Sachen nämlich rot. Weißer Buschsalbei, vielleicht so ein paar kleine. Die tatsächlich alles mögen, ne? So, ein paar Büsche hier rein. Vielleicht so ein bisschen, am Rand für die Leute, dass sie ein bisschen Ruhe haben. Die sind ja rundherum. Jetzt können wir noch hingehen und gucken. Lebensqualität? Design? Nein. Art? Wolf. Nehmen wir. Haben wir nichts. Kein Spielzeug, keine Kletterflächen, nichts. Das liegt an Folgendem. Machen wir den Busch weg, ja. Das liegt daran, wir haben hier hinten eine kleine Forschungsstation. Das ist die Trade-Station. Hier ist die Forschungsstation. Da müssen wir jetzt natürlich reingehen ins Forschungszentrum. Und jetzt sehen wir schön hier, Wolf. Was wir hier alles erforschen können, bis Stufe 8. Schmeiß mich weg, ja. Sehen wir auf Stufe 1, kriegen wir ein Spielzeug und Informationen. Da muss jetzt Hong Fuchs, muss jetzt forschen gehen und das erforschen. Und dann kriegen wir hier auch Spielzeug und können dann den Tieren was Gutes tun, dass es ihnen besser geht. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder hier irgendwelche Leute kriegen, die demonstrieren. Wir können uns jetzt erstmal drumherum ein bisschen kümmern. Wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall Mülleimer, damit die nicht alles zusauen. Ja, weil ich kenne die Leute, die schmeißen überall ihren Scheiß hin. So, überall so Mülleimer. Spendenboxen haben wir ja. Dann können wir noch hingehen, ein paar Bänke hinstellen hier so. Dass das Ganze was ordentlich aussieht. So, vielleicht noch hier so daneben, nicht aufs Gras. So und so. Auf der anderen Seite können wir das auch noch. Und dann müssen wir bald schon gucken, ob wir die Eintrittspreise ein bisschen erhöhen können, damit wir was Geld kriegen. Ne? So, das haben wir. Jetzt müssen wir gucken. Beobachtungsgeräte. Wir können jetzt hier, wir haben ja Strom. Das heißt, wir können jetzt hier so einen Infostand hinstellen. So, machen wir das mal. Am besten einfach hier so und drehen das mal rum, dass die Leute das auch lesen können. Stellen wir den mal hier so hin. Dann stellen wir noch einen zweiten hier hinten hin. So, nur bitte richtig rum, wie gesagt. So. Sehr schön. Dann können wir noch hier so eine Erhaltungsinfotafel auf die Ecke stellen. Die brauchen, wie gesagt, Strom. So, wir sehen jetzt, die sind rot. Da können wir jetzt anklicken und zum Beispiel Informationen übers Amphibiensterben einpacken, ja? So, dann können die Leute das hier lesen. Das ist wichtig für unsere Sterne hier, weil wir sehen, Bildung haben wir jetzt einen Stern. Durch diese Tafeln und Infotafeln und so weiter geht halt die Bildung hoch. Können wir hier den Wolf reinpacken, dann sehen wir hier schön Informationen über den Wolf. Hier können wir das auch nochmal machen. So, mit den Infotafeln ist das halt ganz easy, die brauchen nur den Strom. Und da können halt immer die Tiere angezeigt werden, die gerade in dem Gehege sind. So, Veterinärforschung abgeschlossen, schau in der Forschung nach. Wunderbar, jetzt sehen wir. Stufe 1, du hast 3 Gegenstände für eine Tierart entdeckt. So, wir lassen den jetzt einfach mal weiter forschen. Jetzt können wir aber hier hingehen und im Gehege gucken, was wir hier jetzt für den Wolf haben. Den haben wir ja noch an. Genau, der Wolf ist noch an. Das heißt, wir haben jetzt schon mal so einen kleinen Sprenkler hier für die.
Hier ist es noch warm. Da hauen wir da mal so einen Sprenkler hin. Hier können wir das auch hinmachen, so. Mal gucken, ob die damit spielen. Ich weiß es nicht. Wir können aber jetzt schon gucken, ob das was bringt. Indem wir einfach den Wolf anklicken. Und wir sehen, jetzt ist die Lebensqualität schon auf 50. Weil sie halt ein bisschen was zu tun haben. Einzigste, was ich noch ein bisschen komisch finde, beziehungsweise doof finde, ist, dass je länger die Sache, wie jetzt zum Beispiel der Sprinkler hier im Gehege ist, umso länger, umso weiter geht das hier runter. Das heißt, man müsste von Zeit zu Zeit hier die Spielzeuge halt rausnehmen und andere reintun. Das aber ist, wenn man sich das vorstellt, wir haben jetzt nur ein Gehege, ja, wenn wir jetzt, keine Ahnung, hier den gesamten Zoo vollgebaut haben, ist das doch ein bisschen sehr anstrengend, ne? Dann bin ich ja nur noch die Sachen da am Bein rausholen. Wir haben 120, ich wollte gerade sagen, 685 Leute hier. Pff. So, wir könnten jetzt noch hingehen. Folgendes tun. Einrichtung, vielleicht mal was zu essen und zu trinken machen. Und vor allen Dingen, so hier das Gulpi-Soda, das war bei mir immer Nonplusultra. Das wollten alle haben. Ich weiß auch nicht warum. Machen wir das mal hier so hin. Ein Gulpi-Soda, das ist auch wieder nicht ganz gerade. Das gefällt mir nicht. Dann können wir noch was zu essen machen. Hier ein Chief Beef können wir einfach daneben machen. Merchandise. Eine Info können wir daneben machen. Wir machen jetzt immer hier diese hässlichen Kisten, ja. Toiletten, ganz wichtig. Die hier. So. Sehen natürlich wunderbar aus. Man sieht es direkt, die wollen alle was haben. Zoo Eingang haben wir da vorne. Finanzen, wir können natürlich auch noch hier einfach so daneben dann einen Geldautomat stellen. Da und da. Falls einem mal das Geld ausgeht. Und jetzt können wir wieder einfach mit der Natur, hier können wir ja bauen, was wir wollen. Können wir mal gucken, welche Bäume relativ schön sind. Eigenschaft Biome, nein, mach mal aus. So. Können wir dann einfach ein paar Bäume, obwohl, guck dir das mal an. Ist viel zu buschig, ey. So, wenn wir so kleine Bäume nehmen, könnten wir das machen. Das ist wieder das Riesending, ne? Genau, und der ist noch größer, okay. Hat er den jetzt da hingesetzt? Nein. Alter, was sind das alles für Riesenbäume, weißt du? Guck mal, wenn man jetzt so solche hier so hinsetzt, ist das okay, ja? Setzen wir mal so zwei Bäume dahin. Dann könnten wir noch bei den Blumenbeeten hier hingehen und das Ganze ein bisschen schöner machen vielleicht. Sind mir zu klein. So, wenn wir jetzt einfach hier hingehen. Und so einen Rand aus diesen bunten Blumen halt machen hier. Dass das alles was schöner aussieht. So. Also das Spiel bietet wirklich, genau wie Planet Coaster, wieder unendliche Möglichkeiten, Gehege zu bauen und ne, Gebäude zu bauen und. Das ist wirklich toll. Muss ich sagen, mir gefällt es super. Auch wenn es nicht ganz billig ist. Gute 50 Euro. Aber ich muss sagen, hier sind die wirklich wieder gut investiert. Es macht eine Menge Spaß. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und was noch sehr geil ist, ist in der Zoopedia, die es ja auch gibt. Kann man nachlesen. Benachrichtigung, Herausforderung, wo ist sie? Hilfe, Zoopedia hier. Gibt es wirklich zu jedem Tier, das es hier in dem Spiel gibt, immer so einen Text, wo man sich halt durchlesen kann. Dann sieht man gefährdet, stark gefährdet, stark gefährdet. Bestand in Wildnis 8500. Das ist schon krass, ne? Das ist schon krass, wie wenig von den Tieren es noch in der freien Wildbahn gibt. Aber so lernt man auf jeden Fall noch jede Menge über die ganzen Tiere. So, und da ich jetzt so viel gequatscht habe und wir unser erstes Wolfsgehege hier aufgebaut haben, gucken wir mal, ob die dann irgendwann auch, wenn sie groß werden, selber trächtig werden und wir hier die Jungtiere dann auch in die Freiheit entlassen können. Bin ich mal gespannt. Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, welche Tiere du als nächstes sehen wollen würdest und wie der Zoo weitergebaut werden soll. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, euer Ede.